habe ich da nach Augenmaß ein bisschen ausgeschnitten. Wenn man es professionell macht, würde man das richtig anzeichnen, 90 Grad. Beziehungsweise 45 Grad ausschneiden. So, dann lege ich meine Markierung vorne auf die Kante. Halt, stopp. Erst muss ich die Kante gerade kloppen, da ich ja nichts im Unterlegen habe. Kann ich das umkanten? Denke ich hier auf die Kante. Ich nehme dann eine alte Regalschiene, was anderes habe ich zurzeit nicht. Mache links und rechts eine Schraubzwinge drauf. Bei sowas fehlt dann immer die berühmte dritte Hand. Vorne schieben. Es muss noch nicht so perfekt sitzen. Das klopfe ich mir jetzt mit dem Hammer zurecht. Oder auch nicht. Das ist der Vorführeffekt, jetzt hakt das irgendwo. So. Mein Augenmaß sagt mir, ist schief. Bin ich zufrieden. Die Schraubzwinge jetzt schön festziehen, dass sich das Blech beim Biegen nicht verrutscht. Ja, und dann mit dem Gummihammer. In diesem Fall wäre es egal, man könnte auch einen normalen Hammer nehmen. Ein bisschen vorkloppen, ein bisschen vorbiegen. Denn streichelnde Bewegungen machen. Also den Hammer über dem Blech streichen. Damit sich das Blech ein bisschen nach unten zieht beim Biegen und ich hier eine schöne Kante bekomme. War's schon. Nachbiegen,
ist eben Aluminium. Eine schöne, scharfkantige Kante. Wenn man möchte, dann kann man jetzt die Ecken auch wieder zurückbiegen. So, wenn man es ganz genau haben will, der kann auch noch mal einen Winkel reinstellen, um zu sehen, ob es gut anliegt. Eventuell ein bisschen nachbiegen, aber wie gesagt, es muss in meinem Fall jetzt nicht schön aussehen, es muss nur zweckmäßig sein. Ja, dann kann ich hier ja jetzt die Platinen vom hohen Türrahmen reinschrauben.